Da ist noch ein Stolperdraht. Und dort auch. Ich wollte eigentlich drüber springen, ne? Leider. Aber irgendwie hat das nicht so ganz funktioniert, wie ich das eigentlich vorhatte, mit dem drüber springen. Oh, 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 sorry, sorry, nichts passiert. Hunde. Vielleicht ist es ja beabsichtigt, dass man nicht drüber springen kann. Ach, ich verstehe, da war irgendwas mit E. Ich kann die Falle wohl entschärfen. Aber drüber springen kann ich wohl nicht. Oh, naja, gut, jetzt kann ich wohl herausfinden. Ich sollte echt nicht so offen stehen. Ja, ich sollte echt nicht so stehen. Alles easy going, ey. Falle deaktiviert. So geht's auf jeden Fall einfacher und schneller. Ist natürlich weniger spannend, da ja hier die ganze Action fehlt, die man da. Die man dabei erreichen kann. Hallo. 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 Jemand hier? Okay. Die Schrotflinte ist irgendwie cool. Was ist das denn für ein Beat? Was? Guter Schuss? Ich hab gar nichts gesehen, Mann. Der war ein Blindshot. So ein bisschen glitchy hier vielleicht. Was sonst? Alles easy going. Was haben wir denn da? Die haben sich verschanzt wie in Fornox. Da ist ein Wachturm. Und da noch einer. Okay. Wir heizen ihnen ein. Machen wir es direkt. Wir springen in das Flussbett da drüben, nageln sie fest. Der Rest kommt von der Seite. Ist das? Okay, der ging nicht so ganz. So. Also prinzipiell ist das eigentlich ganz einfach, die zu töten, weil. Also die in den Türmen nicht. Irgendjemand schießt hier noch. Also viele verschiedene Waffen gibt es ja hier nicht, ne? Die haben alle irgendwie doch die gleiche. Die haben vielleicht noch eine AK, aber sonst habe ich hier nicht so viel Waffenauswahl. Warte mal. Der Typ war gut getarnt. Und da oben ist wohl ein Buggy laut Minimap. Wenn ich das der Minimap richtig entnehme. Oh, da genau, es gibt ja noch das MG. Das große MG gibt's auch noch. Oh. So, eine zweite Person hinter dem gewesen. Könnt mir ja schon vorher Bescheid sagen, bevor ihr das macht, ne? Doch kein Buggy. Wir waren einfach nur Fahrzeug. Gilt das wohl? Das gilt dann wohl nur als Fahrzeug.
Ja, schade, dass ich keinen Double Kill hatte. Da ist irgendjemand, aber ich sehe ihn nicht. Was haben wir hier? MG. Sprengladung, Schopf machen. Schnell weg. Bäm. Nächste Medaille. Ich habe keine Ahnung, was sie bringen. Oder was das ist. Einfach mal machen, ne? Da ist er. Ja, ich schätze, die bringen ihn dahin. Sieht gut geschützt aus. Könnte hässlich werden. Los. Wow. Scheiße. Russische Helis, okay. Das ist jetzt nicht unbedingt so von Vorteil. Er ist tot. Er ist nicht tot. Jetzt ist er tot. Paddy! Haha! Wenigstens sind die hier, sterben die dann wenigstens noch, wenn man den Kopfschuss macht. Denn es gibt ja schließlich auch Shooter. Da kann man einen Kopfschuss machen, also einen Kopf schießen, da sterben die nicht. Das finde ich. Ja. Ich meine, für was gibt's denn dann den Kopf überhaupt? Auch jemand hier drin? Nee. Irgendjemand schreit hier. Schreit wie ein kleines Kind, ey. Was soll denn das, ne? Schreit nie. Wow! Okay. Nee, du warst was in der Meine. Okay. Was ist hier passiert? War ich das? Nee, das war ich nicht. Ach, die sind ja gespawnt, Alter. Was ist denn das hier? Gewehr. Ist er tot? Da ist noch einer. Jo. Also der Granatwerfer, der ist schon. Also generell Sprengung, Sprengkraft ist hier doch schon recht mächtig. Irgendwie, ich finde das Spiel gut, muss ich dann echt sagen. Dass die Sprengkraft so hoch ist, also das denke ich sagen, Sprengkörper. Also das ist mein Verbündeter, deswegen kann ich nicht schießen. Das war, dass Sprengung oder Sprengstoff viel Schaden macht, das ist lustig. Dass die Waffen. Ja, ich finde das eigentlich ganz gut, so wie das alles gemacht ist. Jo. Und wie viel einfach von der Welt her auch zerstörbar ist, obwohl das Spiel ja auch schon ein bisschen älter ist, ne? Muss man ja auch dazu sagen. Das hat ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Hat der Raketenwerfer. Eine Bazooka in der Hand oder was? Bazooka! Ja, der hat eine Bazooka in der Hand, ja. Klar. Klar, sicher. Ein gepanzerter LKW wird einfach mal platt gemacht. Und liegt dann so auf dem Buckel. Sicher. Sicher. Ja, wo kommt die denn mal wieder her? Habe ich schon auf der Minimap gesehen. Ich frage jetzt nochmal nicht, warum mein Kollege zu der Statue hingesprungen ist, statt einfach stehen zu bleiben, weil dann hätte er gar nicht getroffen werden. Dann wäre er sicher gewesen. Okay, aber hey, ich meine. Man muss ja nicht immer alles so in Frage stellen, ganz besonders das, was die KI macht, das ist ja
auch immer so eine Sache. Granate? Entweder habe ich keine Granate oder mit G kann ich keine werfen. Das ist jetzt die Frage. Okay, mit F kann man es werfen. Na, ihr Cheater. Guckt euch erstes mal an. So, puff. Er ist absolut in Sicherheit und springt erstmal dahin. Aber ich meine, man müsste es ja nicht verstehen. Nee, aber ich finde das cool. Das muss man echt, das ist wirklich in Battlefield, weiß ich, ist das einzigartig? Eigentlich ist das schon fast einzigartig. Also mir fällt jetzt mal kein großes, bekanntes Spiel an, bei der die Welt wirklich so kaputt machbar ist. Also ich meine, Objekte kaputt machen, ja, das ist ja keine große Kunst, wenn da Objekte, wenn du drauf schießt, kaputt gehst. Aber wenn du dann wirklich so, wenn du dann wirklich eine relativ viel der Welt kaputt machen kannst. Wenn ich zum Beispiel hier so einen Granatwerfer über den drüber schieße. Das geht wahrscheinlich nicht kaputt, oder? Nee. Das ist eine stabile Mauer. Strukturelle Mauer. Sowas zum Beispiel. Das ist lustig. So. Checkpoint. Er ist hier drüben. Oh! Panzerfaust. Panzerfaust. Nachladen. M2CG ist das. Die Bazooka. Bam. So. Nehmen wir mal meine. Okay, der Heli. Der Heli. Der hat die ersten zwei Schüsse, die ich gemacht habe. Waffe. Kacke. Kein Problem. Alles gut. Sir, Braithwaite schickt uns. Wir müssen Ihnen was zeigen. Dann zeigt's mir. Wow, das wäre einer. Geiler USB-Stick. Scheiße, sie haben's getan. Redwood sagt, es wäre eine Attrappe. Ist es ja auch. Das mit der Attrappe haben sie von mir. Sie würden die richtige Waffe niemals dorthin bringen. So viel wussten wir schon. Ja? Hex. Also gut. Vor Monaten installierten wir ein Relais an einem alten französischen Wettersatelliten, um das georgische Militär abzuhören. Bekamen einige Infos, darunter die Sache mit der Attrappe. Dann kamen diese Typen. Die haben alle ihre Infos? Ja. Keine Backups? Crack the sky. Okay, Leute. Okay. Die Satellitensteuerung stand in den Anden. Aguirre sagte, wir könnten sie ausschalten. Theoretisch. Okay, Jungs, und jetzt beschießt ihr die Ziele da drüben. Gut, Marlow, Haggard, ihr geht an die Geschütze und feuert. Okay. Hilfst du uns denn nicht, Flynn? Was, ich? Keine Chance, Mann, ich bin Pazifist. Was? Pazifist? Wie kannst du ein verdammter Pazifist sein? Ja, ist schlecht für mein Karma, Mann. Damit scherzt man nicht. Ich fliege nur. Hey, lass gut sein. Drauf geschissen. Damit komme ich nicht klar, du Windei. Ich schieb dir dein Karma dahin, wo keine Sonne scheint. Ich dich auch mal, du verdammter großkotziger Scheiß-Liberaler! Wow. Das sind ja sehr freundliche Leute. Ich will
Wo schießen die hin? Da ist einer. Jetzt sehe ich aber niemanden mehr. Ich sehe immer noch niemanden. Ich meine, das, was ich hier abknall, das sind ja alles nur kleine Würstchen. Das ist ja nichts Besonderes. Kommen die denn hier, ey? Kommen die da einfach alle, die ihn dahinter gemacht, ey? Da war der Panzerfaust. Ich hab's genau gesehen. Hallo. Doch, da drin ist der. Ja, der ist tot. Der andere, den kriegt. Kaputt. Du auch. Den da auch. Einfach alles kaputt machen. Auch. Oh. Den lassen wir hoch. Den jagen wir hoch. So. Missionsziel erfolgreich. Selber Rückmeldung. Au. Über den Parkplatz. Los, los. Los. Bravo, Tom. Der schwebt. Der fliegt nicht weg, der Typ. Okay. Ich hätte, also jetzt hätte ich eigentlich gesagt, wenn es Multiplayer wäre, dass es geleckt hätte. Aber da ich ja nicht im Multiplayer bin, keine Ahnung, was das Problem war. Der Helikopterpilot, der steht noch dahin. Und ich renne. Und ich renne. Wow. Hallo. Schieß einfach mal mit ihren Schrotflinten auf mich, ey. Headshot. Wow. Immer diese Sprengstoff tötet mich. Ist aber gut, dass die KI das auch benutzt, das finde ich. Gut, da es ja schließlich auch sinnvoll ist, ne? Oh, ich habe keinen Schrotflinte. Hätte ich hier ohne mal mitgenommen, als die ohne war. Ich hätte gedacht, dass ich einen hätte. Falsch gedacht, könnte ich mal sagen, ne? So, ich wollte doch gerade auf die Schrotflinte gehen, hier in den Nahkampf. Aber das ist ja nicht. Kaliber 50, lackieren. Okay. Hey Leute, flankiert ihr mal, beziehungsweise deckt ihr mir den Rücken und ich greife dann an. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass es so weit runterziehen kann. Also das hätte ich jetzt mal nicht gedacht. Na, jetzt weiß ich auf jeden Fall. Warte mal. So. Also jetzt kannst du auf jeden Fall nicht mehr daraus schießen. Wie kommen die denn von da links? Ich würde mir jetzt sagen, dass die komplett aus dem Gelaufen sind, oder was? Wo ist das denn? Du hast mal eine Nate. Raketenwerfer.